Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Scrolls. Ja, ich muss mal eben hier rein in mein normales Red Balance Deck. Mein Strukturdeck werde ich mal nicht nutzen, sondern wir gucken mal eben rein, damit ich wieder eine Übersicht habe von den Karten. Pumpe, Lock, Clock Library, ja, da unten war es ein bisschen falsch verteilt, okay. 20 Spells, 20 Kreaturen, 7 Strukturen, also relativ ausgeglichen. Dann gehen wir in die Arena und dann werden wir nämlich jetzt mit dem balancierten Energy Deck wieder arbeiten, weil es mir im Moment, alles andere schlägt mir übel auf. Mit dem Nature Deck zu spielen, solange ich nicht im Nature Deck alle Karten habe, die ich haben will, kann ich mich lieber ein bisschen darauf konzentrieren, mit dem Energy Deck zu arbeiten, anstatt dem Nature Deck. Naja, lassen wir es mal mit dem Rank Match. Gehen wir mal ins Quick Match rein. Das dürfte schneller gehen, weil hier ist, glaube ich, das Rating uninteressant. Akzeptiere. Und du bist bestimmt auch Energy. 3, 2, 1, Sacrificed for Ressourcen. Na, komm. Ja, ich glaube, inzwischen haben sie es gemacht im Matchmaking so, dass man immer nur gegen die gleichen Decks spielen darf, weil einfach keine Balance im Spiel drin ist. Kann ja auch mal vorkommen. So, weil er Energy Deck hat, gehe ich mal davon aus, dass er nachher, Schaden erzeugen wird. Schaden, Strukturen bauen wird. Deshalb behalte ich mal das mit den drei Schadenstruktur. Auf alle Strukturen. Ich habe echt ohne Witz, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich mal gegen ein anderes Deck gespielt habe, außer das gleiche wie meins. Tja, machen wir einfach so. Sacrifice. Dann spreng ich halt an der Seite. Bup, 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 bup. Aua. So, ziehen wir ihn einen hoch. Nehmen wir ihn weg. Dann können wir zusätzlich auch wieder einen Sprengsalamander. Was wirst du tun? Wirst du eine Struktur bauen, nachdem ich meine Strukturzerstörungskarte weggeschmissen habe? Oder wirst du es nehmen wie ein Mann? Und jetzt einen Zauberspruch sprechen. Nein, er macht einfach eine Runde weiter. So, einen Blitzzauber werde ich nicht benötigen. Ihn kann ich aber benötigen. Jetzt haben wir nämlich das Plating von ihm kaputt gemacht. Und dann zerstören wir jetzt seinen kleinen Greylord. Gravelock. So. Dasselbe wird er vielleicht wahrscheinlich jetzt auch machen. Immerhin ist es ein rotes Deck. Es ist Energy. Energy hat viele Schadenzauber. 20 Stück habe ich drin. Unglaublich. Wo die alle herkommen. Da gibt's auch noch mehr. Ich muss mir Homeworld 1 nochmal besorgen. Ach, wo ich jetzt gerade hier so bin. Voll lustig. Wo ich gerade hier so bin. Ja, ich habe mir Drakan geholt. The Order of the Flame. Facebook-Leute haben das mitbekommen. Habe ich bei eBay geschossen, weil ich habe es so nicht mehr gefunden. Beziehungsweise es müsste eigentlich irgendwo im Keller liegen, aber naja. Man macht, was man macht, nämlich nix. Und jetzt weiß ich noch nicht. Vielleicht, ich guck mal, wie es laufen wird. Vielleicht let's play ich Drakan The Order of Flame, weil es war früher wirklich so ein maßgebliches Rollenspiel, was ich gezockt habe, einfach weil es so hammergeil war von der Story. Ich kann nicht mehr alles auf die Kette kriegen, aber ich fand's super.
Das fällt mir gerade ein, wo ich hier wieder Homeworld 2 im Schrank sehe und nur dran denke, boah, Homeworld, das wolltest du auch gerne mal let's playen, so als ein Let's Retro. Wenn gerade nichts zu tun ist. Aber Homeworld war wirklich hart. Also wenn man da falsch gemacht hat, die Mission, dann hat man recht schnell die Arschkarte gehabt. So. Setzen wir hier eine Mauer. Und machen Schaden nach oben. Ach ja, Homeworld, das war noch eine Zeit. Ich wirke etwas abgelenkt, ich bin auch etwas abgelenkt. Ihre Heimat haben sie zurückgewonnen, nun müssen sie sich ihrem Schicksal stellen. Vor allem, ich finde, Homeworld sieht heutzutage immer noch gut aus, weil die Texturen halt ordentlich sind. Vor allem, warum hat der denn jetzt 7 Ressourcen? Ach ja, weil ich mal Karten sacrificed habe zwischendurch. Und das auch immer wieder gerne mache. Ich werde es jetzt nicht beschleunigen. Aber ich setze mal die Library hinten hin. Wenn er noch jetzt eine Fury-Karte auf der Hand hat, seine eine Karte, die er noch hat, dann sieht es natürlich schlecht für mich aus. Aber ich verstehe inzwischen, ich erinnere mich noch an das erste Spiel, was ich bei Scrolls dann online gesetzt hatte und jemand schon meinte, das ist immer so doof bei solchen Kartenspielen online, weil man nie weiß, ob man gerade genau die richtige Karte bekommt, damit es spannend bleibt im Match. Und es ist auch wirklich schrecklich. Das Problem ist einfach, am schönsten wäre einfach, jede Karte, die man spielt, fällt aus dem Spiel raus. Also ist einfach in dem Fall dann weg. Tja, jetzt kommen wir an den nicht dran. Tja, Fury-Karte wegschmeißen oder gucken, wie man guckt. Sollte ich gleich mal den Typen einfach opfern? Iron Whip kann ich nur einen Schaden mehr machen. Er zerstört ihn. Er kann ihn vielleicht. Das Problem ist, wenn ich Plating jetzt hier auf den setze, was ist, wenn er durch irgendwas zerstört wird? Also beziehungsweise, wenn hier zwei sind. Ich muss auf jeden Fall ihn schützen. Dann setzt man den Plating nämlich auf den dahinter und gut ist. So, wenn er nächste Runde angreift, ist er sowieso im Eimer. Ach, Kacke, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Ach ja, weil es schlau war. Ja, das war eine gute Idee. Die Plating-Karte war zwar ein bisschen verschwendet, aber ich habe den Schaden dadurch durch die Iron Whip gerettet. Ich verliere zwar jetzt auf jeden Fall den Gun-Automaten, aber sonst war das ja ein ganz akzeptabler Schachzug. Weil siehst du, weil das war wieder so genau Sache, die Karten waren eigentlich genau so, wie die für diesen Zug benötigt werden und genauso hat man die auch bekommen. Also habe ich nur durch das logische Rumgehantieren jetzt das irgendwie geschafft und warum greift er denn den an? Hallo, um eine neue Karte zu kriegen? Lali Fali, sag ich dazu. So, gucken wir mal, was wir kriegen. Ja, sieht doch gut aus. Lösen wir den mal eben auf. Hauen wir den weg. Schieben wir den einen vor. Aber der scheint auch nicht viel mit Strukturen zu arbeiten. Au. Ah. Freitag auf dem Geburtstag gewesen. Nee, stimmt gar nicht. Samstag war ich auf dem Geburtstag. Boah, da war so viel Süßkram und ich bin so ein ganz schlimmer Typ. Wenn ich den ganzen Süßkram immer fresse, krieg ich sofort
irgendwo im Gesicht so eine richtige Flatsche. Spannend, ich weiß. So, ziehen wir den mal zurück und setzen mal hier einen zum Schutz hin. Und ja, er war geschützt durch das Plating, durch die Plattenrüstung, aber ist jetzt auch Latten. Tick, 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 tick. Es gibt ja keinen Takt in der Uhr. Muss kaputt sein. Ach ja, komm. Ich will auch mal wieder gewinnen. Reicht doch gar nicht. Sind nur 2 Schaden. So, der reicht ja aus, um ihn zu töten. Also ziehe ich ihn in die Mitte. Machen wir ihn weg. Dann holen wir ihn raus. Mach ein bisschen Party. Ach ja. Er hat definitiv zu viele Karten auf der Hand. So. Wenn er angreift, kriegt er Schaden. Ist mir gerade eigentlich ziemlich Latte. Das Plating, darauf verzichten wir mal eben. So, setzen wir hier noch einen hin. Dann setzen wir ganz oben in die Ecke die Pumpe. Hat der was auf der Hand oder hat er nichts auf der Hand? Wenn er Thunderbolt hat, dann hat er richtig was auf der Hand. Hm. Schöne Geschichte. Einmal macht er 3 Schaden. Ihn könnte ich, ja, könnte ich wegziehen. Das sind auch 3 Schaden nochmal. Gucken wir mal, was wir noch kriegen würden. Noch ein Ogre. Wenn der Bombardement auf der Hand hat. Machen wir so. Dann feuert er gleich auch. Dann ist nämlich er auch weg. Wieder alles verloren. Und dann sparkt er ihn. Zerstört die Pumpe. Und dann? Dann nix mehr. Dann sag ich, nochmal Karten ziehen. Ach, leider nicht der Doppelschuss drin. Aber ich zieh ihn mal hoch. Ihn nach da. Oder nehme ich noch einen Ogre. Aber der braucht so viele Runden zum Angreifen und ich brauche gar nicht mehr so viele Runden. Nehmen wir lieber ihn. Und hier unten setzen wir auch nochmal ein. Wann habe ich jetzt nächste Runde? 5, 6, 7, 8 Schaden. Das ist genau richtig für hier unten. In 2 Runden habe ich ihn immer mit 5 und in 3 Runden habe ich ihn nochmal. Und hier unten der Gravelock. Er kann hier ein bisschen... Ach, jetzt will er noch so schnell wie möglich den Schaden erzeugen bei sich. Aber ich muss sagen, bei dem Spiel kann ich auch mitmachen.
Und zwar werde ich das jetzt so machen. Hier setzen wir ihn. Den Ogre gehen wir mal weg. Dann können wir 4 burnen. Setzen wir ihn ein vor. Ah, schade. Nicht mehr genug übrig. Aber wir machen mal hier Platte mal drauf. Hier oben haben wir erstmal genug. 5 Schaden und 3 Schaden. Und dann, und dann, und dann macht er eine dicke Cannon. Ja, die wird erstmal von ihm zerstört. Richtige Problem ist, ich hätte das Plating vielleicht mal auf ihn hier unten setzen müssen. Obwohl, nee, muss ich ja gar nicht. Weil, jetzt machen wir Concentrate Fire. Dann nochmal pushen wir den ein bisschen. Und dann machen wir den platt. Er hat wenigstens GG geschrieben, netter Typ. Und ich habe es mal geschafft, wieder zu gewinnen. Zwar nur im Quick-Match, aber Sieg ist Sieg. Gut, Freunde der Spielkultur, dann bis zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt Scrolls. Wo ich auf jeden Fall Energy Deck erstmal weiterspielen werde. Bis dann, ciao.